Hallo und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Drakensang. Ja, wir haben in der letzten Folge uns vor dem Wundbrand geheilt, den wir durch die ganzen vielen bösen Wolfsratten gekriegt haben. Und sollen jetzt auf jeden Fall mit Händler Herpes reden, wegen Drador. Und ja, dann haben wir noch wieder falsche Taste, ich lern's nie. Ja, den Diebespakt, den können wir später machen. Kassa Wagnitz ist klar. Handvoll Dukaten, genau. Ich muss Wirt Tratan. Im Silberkrug. Ein Angebot des der Nicebacks unterbreiten. Genau. Das können wir auf jeden Fall machen. Das mit den Koschamazungen wird sich noch eine Weile ziehen. Das hier können wir noch machen. In Fuhrmannsheim. Den zwielichtigen Gestalten. Rattenplage, da kommen wir gerade nicht weiter. Genau, mit Wulfgar Happel reden. Das ist die Hauptstory-Quest. Der Bolter-Trick. Ja, genau, das ist auch da im Moor. Jetzt aber erst einmal. Hier ist mal wieder eine zwielichtige Person, die Zeug verkauft. Hier sind die Prios-Jungs. Oh, wie sieht eigentlich mein Inventar so aus? Ja, da könnten wir was verkaufen. Seht euch nur in Ruhe um. Okay, aber nicht bei ihr. Haben wir hier irgendwo einen Krämer? Du hast immer noch nur deine Hühner, gell? Ja, der Käfig ist leider immer noch leer. Oh, hallo. Du verkaufst nur Zeug. Okay. Und er steht hier beim Schmied und beim Handwerker, also bei Armbrusthersteller. Geht's um Armbrüste. Nicht, was ihr lernen könnt. Wobei Lademeister wäre für Gladys nicht schlecht. Aber dafür braucht sie erst eine Fernkampfbasis von 8. Ja. Intuition, Fingerfertigkeit, Körperkraft durch 5. Und dann wahrscheinlich abgerundet. Also Intuition ist 14, Fingerfertigkeit ist nur 12 bei ihr. Das sollten wir mal steigern. Und Körperkraft. Also 14, 26. 36. Das heißt, wir müssen noch 4 Punkte investieren, bevor wir überhaupt Fernkampfbasis von 8 haben. Und ja, selbst Körperkraft kostet schon 280, das zu steigern. Sondern lieber Schlösser knacken, mal weiter steigern. Oh, und ein bisschen Taschendiebstahl vielleicht. Wenn wir dann die Quest von Kuano machen. Oh, und ich wollte ja bei ihm was kaufen. ja. Geht's um Arm? Ja. Du hast nämlich hier irgendwo genau die almadische Armbrust. Braucht man nur eine verbesserte Sehne und eine leichte Armbrust.
Also, wir brauchen das. Und das kostet nur 8 Silber für einen Fehler. Das ist gar nicht mal so teuer. Jetzt haben wir die beiden Rezepte. Was brauchen wir für die? Sehnen und Salbenfett. So, das heißt, wir können das hier benutzen und lernen. Und sobald wir jemanden haben, der das herstellen kann, können wir Claire seine neue ihre Armbrust upgraden. So, hier ist Händler Hapel. Ich will aber erst noch zum Schmied. Weil der hat ja auch was. Meister Fluxosch grüßt euch. Geht. Ja, kaufen wollen wir von dir. Nämlich das Eisenschild. Ja, für einen guten Knauf. Damit können wir Waffen upgraden, glaube ich. Ich weiß nicht, hat er Knöpfe? Nein, er hat keine Knöpfe. Auf jeden Fall möchte ich gerne das hier haben, die Anleitung für den Schild. Kostet zwar 2 Dukaten, aber... Ja, Talentwert 8 haben wir auf jeden Fall. Wir haben einen ziemlich hohen Talentwert eigentlich schon im Schmieden. Ja, Lederbänder sollten wir mehr als genug haben. Kohle haben wir auch. Blattgold haben wir sogar auch. Und einem Holz. Es fehlt eigentlich nur der koscher Stahl. 4 Stück. Und davon kostet einer 4 Silber. Also 4 Stück wären eine Dukate, ja. Also erstmal nur das Rezept lernen. So. Dann reden wir mal mit Händler Hartl. Willkommen. Schaut euch nur um. Ich biete die beste Ware und das umfangreichste Sortiment in ganz Ferndorf an. Bei Preisen, die euren Geldbeutel entzücken werden. Zeig mal die Ware her. Bei ihm können wir nämlich Zeug verkaufen mal. Also Krähenfüße, Wurfmesser, Keule, helles Pferdocker, Fellfetzen. Die Bärenfallen können weg. Ja. Willkommen. Schaut euch nur um. Ich biete die beste Entschuldigt Ware euch, und bin ich das an eurer Ware umfangreichste. interessiert? Nicht? Wie kann das sein? Glaubt mir, ich biete nur Waren von sehr hoher Güte an. Wie gesagt, eure Ware interessiert mich nicht. Ich bin wegen eurer Anzeige bei der Stadtwache hier. Die über den Diebstahl eines wertvollen zwergischen Chronographen. Sie hat ausgesagt haben, dass sie das Drano ihn gestohlen habe. Drano? Ach, er meint diesen verwegenen Halunken von einem Dieb. Selbstverständlich war er es. Erst hat er meine Tochter schöne Augen gemacht, um mich abzulenken und mir dann den Chronographen aus der Tasche stibitzt. Seid ihr sicher, dass es Drano gewesen ist? Laut ihm ist er unschuldig gewesen und es handelt sich um eine Verwechslung. Papa oder Papst, sein Streich würde doch alles erzählen, um seine Haut zu retten. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Nun gut, wenn es nicht zu lange dauert. Gab es Zeugen für die Dieberei? Zeugen? Sicher gab es die, mich zum Beispiel. Mir wurde der Chronograph schließlich gestohlen. Noch jemand, der den Diebstahl sah? Ah ja, natürlich. Meine hübsche Tochter Viola war natürlich auch dabei. Sie arbeitet hier am Stand. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Wie konntet ihr euch so sicher sein, dass Drano der Schuldige war? Drano? Ach so, ja, Entschuldigung, wo sind nur meine Gedanken? Wie schon gesagt, er war zu dem Zeitpunkt der Einzige in der Nähe. Er machte meiner Tochter schöne Augen, um mich aufzuregen. Und im günstigsten Moment stahl er mir den Chronographen. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Ja. Was ist danach mit dem Chronographen passiert? Wurde er gefunden? Ach, der Chronograph. Tja, was ist nochmal mit dem Chronographen passiert? Lass mich überlegen. Die muss bestimmt noch diese Halunke haben. Ich habe gehört, er wurde ja erst vor kurzem verhaftet. Immerhin etwas Gerechtigkeit. Den Verlust des Chronographen bemerktet ihr nicht sofort? Bemerkt? Oje, wie war das nochmal? Ich glaube, erst einige Minuten später, als ich nach der Zeit schauen wollte, bemerkte ich, dass er verschwunden war und kombinierte blitzschnell den Hergang des Diebstahls. Kann ich euch noch ein paar Fragen stellen? Muss erstmal alles gewesen sein. Hab Dank. Guten Tag. Was kann ich euch Gutes anbieten? Dürfte ich euch etwas über die Diebstahl des Chronographen eures Vaters fragen? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut. Vater machte einen großen Krach um seinen vermissten Chronographen.
Mein Vater erwähnte, dass er die vorhin in ein Gespräch mit euch verwickelt war. Oh ja, er war ganz reißend, ein süßer Bursche und einer schönen weichen Stimme. Es lag Poesie in seinen Worten. Ich hätte da noch einige Fragen, wenn ihr erlaubt. Sicher, fragt doch. Könnt ihr mir etwas zu dem Hergang des Diebstahls erzählen? Nun ja, wirklich gesehen habe ich ja nichts, nur wie sich mein Vater über den gestohlenen Chronographen aufgeregt hat. Ich hätte noch ein paar Fragen. Euer Vater erzählte mir, dass ihr eine Zeugin des Raubes gewesen seid. Nun ja, nicht wirklich, den Diebstahl selbst habe ich nicht gesehen. Oh, jetzt regt sie sich auf. Ich hätte dann noch einige Fragen. Sicher, fragt doch. Zu dem Zeitpunkt des Diebstahls gab es keine weiteren Leute hier am Stand, sagte euer Vater. Stimmt das? Also meine Erinnerung an diesen Tag ist etwas anders. Es war ein geschäftiger Tag mit vielen Kunden. Wir hatten die Hände voll zu tun. Ich hätte dann noch eine Frage. Der Verbleib des gestohlenen Chronographen wurde nie geklärt. Ist dem so ungeklärt? Wie, das verstehe ich nicht. Einige Wochen später hatte er doch besagten Chronographen einem Verwandten zum Geschenk gemacht. Demnach muss er wohl beim Dieb gefunden worden sein. Also ich bin verwirrt. Die Aussage von euch und eurem Vater könnten unterschiedlicher nicht sein. Wie kann das sein? Vater, was hast du wieder erzählt? Was? Wie? Was meinst du damit, Viola? Was habe ich wieder erzählt? Über den Diebstahl des Chronographen. Ach so, nun... Naja, nur das, was passiert ist, dieser, Dranor. Ja genau, Dranor hatte mit dir geflirtet, um mich abzulenken, um mir dann meinen Chronographen zu stehlen. Das habe ich dann erst einige Minuten später bemerkt. Getürmt ist er mit meinem goldenen Schmuckstück, jawohl. Nun ist er anscheinend hinter Gittern und mein Chronograph fehlt leider immer noch. Was erzählst du da eigentlich? Er hieß doch gar nicht Dranor, er hieß Randor. Und den Chronographen hattest du einige Wochen später wieder zurückbekommen. Er war doch das Geschenk an Onkel Roland. Selbstverständlich habe ich ihn später meinem Bruder Roland geschenkt, aber er hieß nicht Dranor? Lass mich überlegen. Vater sagt, kann es nicht vielleicht sein, dass ihr den Chronographen an diesem Tage zu Hause vergessen habt und gar nicht bei euch trugt? Nun, Schatz, wenn du es so ansprichst, ja, ich glaube, dem war so. Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Die Anzeige gegen Dranor bei der Stadtkarte habt ihr aber nicht fallen gelassen, nachdem ihr einen Chronographen gefunden hattet? Das muss ich wohl in der ganzen Hektik vergessen haben. Vater, wegen dir sitzt nur ein unschuldiger Mann hinter Gittern. Ja, oh nein, ich... Warte, ich schreibe euch schnell einen Brief, der die Sachlage klärt. So, fertig. Noch mein Siegel drauf, bitte gebt dies bei der Stadtkarte ab. Es sollte eurem Freund die Freiheit schenken. Unfassbar, was ich hier hören muss. Gebt ihn her, euren Brief. Nächstes Mal solltet ihr besser Acht geben, wen ihr weswegen zur Anzeige bringt. Oh ja. Gucken wir mal, was steht in diesem tollen Brief? Ja, ich muss ihn lesen, natürlich. Werte Wachhauptfrau, ich glaube zwar nicht, sie mit dieser albernen Sache belästigen zu müssen, aber es gibt doch Leute, die einen immer wieder zu solchem Unfug drängen. Jedenfalls fühle ich mich gezwungen, meine Aussage gegen diesen inhaftierten Langfinger Dranor zu korrigieren. Mein Zeitmesser ist dann tatsächlich wieder auf meinem Nachttischchen aufgetaucht, sodass ich nicht davon auszugehen ist, dass er von irgendjemandem gestohlen wurde. Naja, Sie wissen, das Gedächtnis im Alter. Aber ob der Dieb nun deswegen in Gewahrsam ist, spielt doch nun wirklich keine Rolle. Hauptsache dieses Gesinde ist von der Straße. Ergebenshändler Hapel. Ja. Gib Bala den Brief. Ich muss Bala schleunigst das Schreiben bringen, dem der Händler Dranos Unschuld bescheinigt. Ja, toll. Das ist dann die Unschuld für diesen einen Diebstahl. Aber was hat Dranor noch so alles angestellt? Ja, ja. Oh, Rübinger ist auch mal wieder hier. Will aber nicht mit uns reden. Hallo. Nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Ich komme wegen Dranor. Er ist unschuldig verhaftet worden. Ich habe hier einen Brief mit Siegel des Händlers Wolfgang Happel, der dieses Missverständnis klärt. Dranor unschuldig. Zeig mal her. Aha, gut, verstehe. Wie bitte, was? Wie kann sich dieser aufgeblasene Fatzke von einem Händler so etwas anmaßen? Einfach nicht zu glauben.
jemanden anzuschwärzen, weil er einen ähnlich klingenden Namen hat, weil der feine Herr sein Zeitmesser verlegt hat. Dabei erinnere ich mich noch allzu gut, wie er aufgeregt zu mir kam und mir etwas von seinem seltenen zwergischen Zeitmesser vorholte. Er hat mir sogar mit seiner Bekanntschaft zu Graf Grovin gedroht, wenn ich nichts unternehme. Könnt ihr euch das vorstellen, dieser aufgeblasene Widerling? Wenn er es noch einmal wagen sollte, mir solche Märchen aufzutischen, dann wird er mich kennenlernen, ich...